Hey, vielen Dank, Worship Team. Hey, eine Dankbarkeit, ich weiß nicht, wie du hier bist, mit einer Dankbarkeit über einfach diesen Morgen. Ich bin hierher gefahren und habe gesehen, die Sonne kommt, die Nebelschwaden. Steffenberg lag noch ein bisschen im Nebel, aber jetzt kommt's, Anjana. Der neue Platz, wo das Gemeindehaus gebaut werden soll, der war in der Sonne. Ich habe gedacht, krass, das ist sehr, sehr cool. Hey, ich bin echt dankbar, hier zu sein heute Morgen. Und ich hoffe, du auch. Und du nimmst wahr, was für ein Ort es hier ist. Nimm das mal wahr. Ich war vor 3 Wochen, waren wir hier am Abend zusammen. Dream Team Night, war das 3 Wochen her? 2 Wochen. Und phänomenale Impuls. Wir haben einfach uns gestärkt als Teams. Wir haben eine Vision als Kirche, die größer ist als irgendwie so unser Horizont, dass wir füreinander sind, dass wir für die Region sind, dass wir für Gott sind, dass Gott uns hier platziert hat und dass wir in die Tiefe wachsen wollen und in die Breite. Dinge, die da sind, die uns einfach inspirieren. Und wisst ihr was? Im Haus Gottes ist der Ort, wo eine Verheißung drauf liegt. Das in Psalm 92 heißt, wenn wir gepflanzt sind in seinem Haus, dann werden wir aufblühen, auch wenn wir noch uralt sind, wenn wir schon uralt sind. Das ist was eine Verheißung ist, die deinem Leben gilt. Und ich möchte dich ermutigen, auch hier, wenn ihr morgen da seid und fleißig mitschreibt, hier in der ersten Reihe sehe ich das, sehr cool, dass ihr das jetzt anfangt, dass ihr das bis ins hohe Alter tut, im Haus Gottes gepflanzt zu sein. Ich wünsche mir das nämlich, dass wir aufblühen und dass dein Leben aufblüht. Und vielleicht bist du heute Morgen mit so einer Vorfreude hier. Das ist richtig cool, denn hey, go for it, let's go. Vielleicht ist es aber auch so, dass du merkst, hey, du brauchst eigentlich diese Tiefenbohrung, dieses Tauchgang mit Gott, wo er in diese Momente hinkommt, für die du eigentlich keine Kraft hast, wo dir die Dinge vielleicht zu schwer sind. Wir sind hier, weil wir eine Erwartung haben, das haben wir ganz am Anfang gehört. Und ich möchte dich heute Morgen mit reinnehmen in ein Thema, was wir angefangen haben letzte Woche. Unser Potenzial zu entdecken. Und manchmal ist es so, dass wenn man anfängt, wieder Sport zu machen, dass es ziemlich schmerzhaft ist. Ich habe euch was mitgebracht. Also so über die Corona-Zeit habe ich online so ein bisschen Bodypump gemacht. Und dann war eine Pause von ungefähr einem halben Jahr. Und da habe ich gedacht, ich fange mal wieder an. Und dann habe ich in so einem Kurs hier so bam, 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 bam und hin und her und hoch, runter und mache diesen einen. Und wisst ihr was? Am nächsten Tag war ich im Gottesdienst. Ich konnte Gott nicht mehr anbeten. Meine Armbeugen waren so tief, dass ich es nicht mehr nach oben bekommen habe. Ich habe es eigentlich völlig übertrieben, weil ich gedacht habe, hey, ich gebe das mir jetzt so richtig. Ich wusste nicht, dass in unserem Körper Muskeln sind, die wir sonst nicht brauchen, die wir nur in bestimmten Übungen brauchen. Manche machen irgendwie so Pilates oder sowas, dann merkt man, das sind so tiefen Muskulatur und wir brauchen die, um irgendwie stabil zu sein. Core-Muskeln heißen die. Und diese Core-Muskeln, die bewirken eigentlich eine Stabilität in dir. Und du kannst viele Sachen heben, viele Sachen bewegen und so weiter, aber wenn dein Inneres nicht gestärkt ist, dann brichst du irgendwann zusammen. Und genau darum geht's. Ich möchte euch heute Morgen mit reinnehmen, die Frage, wie stark sind deine Chormuskeln? Wo ist so der Rumpf, der gestärkt ist in deinem Leben, der dich trägt, egal welche Umstände auf dich zukommen? Ich habe einen Vers mitgebracht aus dem 2. Petrus. Da ist es darum, setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur geistlichen Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott und von der Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Erstmal hier unter uns vielleicht, sage ich mal so, deine Kleingruppe, da darfst du Liebe üben. Und dann darüber hinaus die Liebe zu allen Menschen. Ist es nicht cool zu sehen, was hier steht? Da ist eine Bewegung von Glaube zu Liebe. Von Glauben zu Lieben. Aber dazwischen sind so ein paar Stationen.
Das heißt nicht, dass der Glaube nicht reicht, um irgendwie von Gott angenommen zu werden. Nein, das bedeutet es nicht. Aber darum geht es heute auch nicht erstmal. Sondern es geht darum, dass wir erkennen und wahrnehmen, wie unser Glaube wachsen soll. Wie wir das Potenzial, was Gott in dein Leben gelegt hat, wie das gehoben wird. Und da ist es einfach notwendig, dass wir diese Charakterfestigkeit als einen der ersten Steps anschauen. Und von der Charakterfestigkeit kommen wir zur Liebe. Und weißt du was? Wenn nämlich keine Charakterfestigkeit da ist, dann ist keine Liebesfähigkeit da. Und da, wo keine Liebesfähigkeit da ist, da bringen wir keine geistlichen Früchte hervor. Das können wir knicken. Petrus geht in dem Vers weiter und sagt, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist, das, was ich gerade vorgelesen habe, und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und unfruchtbar bleiben. Ihr werdet Jesus Christus und seinen Herrn immer besser kennenlernen. Das ist nicht gut? Hey, das ist das Bild am Horizont. Dass die Dinge da sind und dass wir aus dem Vollen schöpfen. So stellt sich das Gott vor irgendwie. Aber wer das nicht hat, der ist so kurzsichtig, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Also geht es eigentlich Licht an, Licht aus. Wir sehen nichts mehr. Plötzlich ist irgendwie so, was ist denn hier los? Aber manchmal müssen wir uns fragen, was passiert in diesen dunklen Stellen? An diesen Orten, wo ich sozusagen eigentlich tief hintauchen möchte und mal gucken möchte, hey, was ist denn da eigentlich los? Ich war im Senckenberg-Museum mit meinen Kindern und es ist ja in Frankfurt so ein biologisches Museum eigentlich, kann man viele Sachen angucken. Und wir haben geschaut, wir konnten bis auf 11.000 Meter runtertauchen in so einem Schiff, was so runterfährt. Und ab irgendeiner gewissen Tiefe siehst du nichts mehr. Da gibt es einfach kein Licht, nichts, da ist einfach dunkel. Aber an diesen dunklen Stellen, und das ist das Spannende, gibt es Lebewesen, die leuchten. Fische, die leuchten, irgendwelche Korallen, die leuchten. Richtig faszinierend. Hey, Gott hat sich dabei was gedacht, dass im Dunkeln auch Leben ist. Aber manchmal sehen wir das nicht, wir erkennen das einfach nicht. Warum? Weil wir nicht darauf achten. Wir nehmen nicht wahr, dass da was vorhanden ist, was wir eigentlich wie hervorbringen wollen und hervorbringen sollen. Sei dir bewusst, wer du bist. Dass wir jemand sind, den Gott ausgestattet hat mit Potenzial, mit Ressourcen, mit Möglichkeiten. Oft entscheiden die wichtigen Dinge, entscheiden wir wichtige Dinge auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Auf den Momenten, die uns geprägt haben. Meistens so in der Kindheit, dass wir das gar nicht so wirklich realisieren, was uns da überhaupt alles geprägt hat. Und das ist eine echte Herausforderung. Weil jeder hat solche Flecken, die so blind sind. So dunkle Flecken, die einfach erleuchtet werden. Und dieses Bewusstsein für diese Momente, das brauchen wir. Sonst machen wir mit unserem Leben viel, viel mehr kaputt, wie das wir irgendwie gut machen. Auch wenn wir noch so begabt sind, noch so befähigt sind, dann sind diese dunklen Stellen, die in unserem Leben nicht angeschaut werden, sind einfach die größte Herausforderung. Und vielleicht bist du mit Jesus schon länger unterwegs und du fragst dich, ja, eigentlich macht er doch mein Leben neu. Ja, macht er. Aber er braucht dich dazu. Er braucht dein Okay dafür, dass er in Dinge hinleuchten kann, in denen er dich auch verändern möchte, in denen er dich trainieren möchte, damit das von Gott gegebene Potenzial tatsächlich aus der Tiefe gehoben wird und dass die Möglichkeiten, die du da hast, auch sichtbar werden. Wir haben den Text von Petrus gehört. Und ganz ehrlich, Petrus ist eigentlich so ein ungehobeltes Stück Holz. So ein Haudegen, so ein extrovertierter Junkie, der immer nur vorne rausrennt und irgendwie jedem auf die Fresse haut, der ihm nicht klar, gleich irgendwie eingereiht wird. Das ist der Typ, der sagt, hey Jesus, da wo du bist, ist mir egal, was die anderen denken, ich springe da rein ins Wasser, gar kein Problem. Hey, und dieser Petrus, der schreibt so eine Weisheit, wie wir gerade gelesen haben. Und glaubt ihr nicht, dass von der einen Seite Petrus zu der anderen Seite Petrus, dass dein Weg davor dazwischen liegt? Ein Weg, wo er Jesus die Erlaubnis gibt und sagt, Jesus, ich bin bereit, mich von dir formen zu lassen. Mich von dir in eine Form zu bringen, wo ich gebraucht werden kann. Wo du mich einsetzen kannst, wo du mich passmäßig einsetzen kannst. Und das ist das, was wir von Petrus lernen.
Manchmal ist es so, dass wir eigentlich nichts wagen, weil wir Angst haben, wir könnten was Falsches machen. Und ich habe ein lustiges Zitat gefunden, das möchte ich euch vorlesen. Da sagt jemand, du kannst von Schonkost leben, um ein Magengeschwür zu vermeiden. Im Namen der Gesundheit keinen Tee, Kaffee oder Ähnliches trinken. Früh ins Bett gehen, das Nachtleben meiden, alle kontroversen Themen umgehen, um keinen Anstoß zu erregen. Sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern, sich aus den Problemen anderer raushalten. Geld nur für die wirklich notwendigen Dinge ausgeben und so viel wie möglich sparen. Trotzdem kannst du dir in der Badewanne das Genick brechen. Angst ist nicht die Motivation, die unser Potenzial hervorhebt, sondern Liebe. Und Liebe ist mutig, Liebe wagt etwas. Die geht einen Schritt und sagt, hey, hier bin ich und ich möchte weiterkommen. Ich möchte in Beziehung treten, da wo es mir vielleicht unmöglich ist, in Beziehung zu treten. Ich möchte Dinge anschauen, ohne von Angst einfach zurückgehalten zu werden. Ich möchte euch einen Teil mitgeben, dass wenn wir verschiedene Charaktereigenschaften in unserem Leben, wenn wir die nicht in unserem Leben verankert haben, dass wir dann irgendwie Schiffbruch erleiden werden. Und integer bedeutet eigentlich genau diese Aussage. Integer ist der Mut, sich selber anzuschauen. Und zwar mit der Realität abzugleichen. Dass wir nicht in einer Illusion leben, dass wir nicht in etwas leben, was sozusagen eine Hülle ist, die keine Substanz beinhaltet, sondern dass wir schauen, was hat Gott in uns hineingelegt und was sind aber auch die Umstände und die Momente, in denen wir vielleicht strugglen, mit denen wir kämpfen. Es gibt drei Bereiche, die Leute herausgefunden haben, dass sozusagen erfolgreiche Menschen alle drei Bereiche mit haben. Das erste ist Kompetenz. Irgendwelche Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Dinge, die du gut kannst. Und das ist extrem wichtig, weil wenn du keine Kompetenz dir aneignest, dann ist es auch nicht gut. Du kannst auch nicht sagen, ja, ich bin ja mit Jesus unterwegs, ich brauche keine Kompetenz. Hey, andersrum. Sei ein Lernender. Pack irgendwie die Bücher raus. Frag Leute, mit denen du unterwegs bist, um von ihnen zu lernen. Wir brauchen Kompetenz, weil Gott deine Kompetenz gebrauchen möchte, um sie zu investieren, um einen Unterschied zu machen. Wir brauchen Menschen, die Begabung haben und die fit sind in verschiedenen Themen. Allein wenn wir so einen Bau machen zum Beispiel, brauchen wir Leute, die Ahnung haben. Sonst wird das ein komisches Projekt. Also es gibt keinen Ersatz für solides Fachwissen. Deswegen ist es wichtig, solche Leute zu haben mit Kompetenz. Das Zweite, was man herausgefunden hat, ist, dass Menschen die Eigenschaft besitzen, gute Beziehungen zu knüpfen. Also irgendwie einen Zugang von dem eigenen Herz zu dem Herz gegenüber zu schaffen. Und das brauchen wir, weil wir dafür gemacht sind, in Beziehung zu treten. Und wenn das nicht möglich ist, dann sind wir wie nicht liebesfähig. Dann können wir gar nichts, kann gar nichts durch uns durchfließen. Und das ist einfach richtig schade. Wir bauen Brücken, wenn wir Beziehungen gebaut haben. Wir haben dadurch einen Horizont, der größer ist. Wir bauen Allianzen, die einfach Dinge miteinander verknüpfen, die nicht 1 plus 1 gleich 2, sondern 1 plus 1 gleich x oder 7 oder 8 oder 9 beinhalten. Es braucht aber auch neben Kompetenz und Beziehungsfähigkeit braucht es noch eine dritte Sache. Und zwar, das ist tatsächlich Charakter. Und was ich damit meine, ist nicht einfach nur eine ethisch integre Person zu sein. Wir haben vielleicht so vor Augen, oh, Leute mit einem schlechten Charakter, das sind Leute, die Bilanzen fälschen oder die irgendwie fremdgehen oder die einfach irgendwas falsch machen von ihrem moralischen Aspekt her. Moral gehört irgendwie dazu, zu Charakter, aber ist nicht alles. Wir können das nicht reduzieren auf diesen Bereich. Sondern Charakter bedeutet, dass ich in meiner Gesamtheit abgerundet bin. Also dass die Dinge zusammenpassen, alles, was es braucht, dass es zusammenpasst. Und da, wo wir das nicht haben, da merken wir das an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel, dass wir viel weniger erreichen, als normalerweise unsere Gaben und Fähigkeiten hervorbringen könnten. Dass wir auf Hindernisse stoßen, die uns dann irgendwie aus der Bahn werfen, statt dass wir in der Spur bleiben. Dass wir Erfolge, die wir gemacht haben oder die wir erreicht haben, dass die irgendwie für die Katze sind, weil wir sie so mit dem hinteren Bereich wieder irgendwie umschubsen. Das bringt's nicht. Deswegen müssen wir uns gucken, müssen wir anschauen, was dieser Charakter eigentlich so alles beinhaltet. Und die Frage ist, beim Charakter, welche Spur hinterlässt du? So ein Boot hat immer ein Kielwasser. Da kommt immer Wasser hinten raus. Da
da kommen Wellen und wenn du auf so einer großen Fähre bist, dann sind die Wellen größer, wenn du auf so einem kleinen Motorboot bist, dann sind so kleinere Wellen. Aber dieses Kielwasser sagt etwas über den Kapitän aus. Wenn dieses Kielwasser so kreuz und quer irgendwie über den See fährt, dann weißt du, hey, der Kapitän schläft oder der hat irgendwie was getrunken oder sowas. Irgendwie ist der nicht ganz so fokussiert. Gleichzeitig ist aber auch so, dass es, und das ist das Bild hinter mir, es kann ein Kielwasser sein, in dem Menschen, mit denen du begegnest, plötzlich lebendig werden, richtig Spaß haben, richtig abgehen und sozusagen in deinem Kielwasser Wakeboard fahren. Einfach unterwegs sind und eine richtige Freude haben. Und diese Spuren, die wir hinterlassen, das kann in unseren Bereichen von Verantwortung sein. Es können Aufgaben sein oder auch in unseren Beziehungen. Und stell mal vor, dass du jemand sein wirst, der eine Spur in seinem Leben hinterlässt, wo andere sagen, hey, auf dieser Spur, die hat mich geprägt und hat mich entwickelt und da konnte ich wachsen daran. Wir brauchen diesen gesunden Charakter, damit wir nicht alles vermasseln. Damit wir nicht durcheinander fahren und irgendwelche Sachen machen. Und deswegen, wir wachsen, indem wir nicht stehen bleiben, sondern indem wir unterwegs sind, indem wir uns bewegen. Und in 1. Korinther 13 heißt es, als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Damals, als Erwachsener, habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehe ich nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wir brauchen diesen Spiegel Gottes, der uns hilft, die Dinge zu sehen, wo wir gerade stehen. Sind wir noch ein Kleinkind in unserem Charakter? Oder sind wir gewachsen? Sind wir ein Jugendlicher, der vielleicht Dinge ausprobiert? Oder sind wir eine reife Person, mit der Gott tatsächlich Dinge auch entwickeln kann? Neulich habe ich einen Unternehmensberater getroffen und der hat uns einfach erzählt, wie er in einer Firma den Auftrag bekommen hat, diese zwei Firmen, so eine Fusion vorzubereiten. Und er hat die Bücher bekommen und hat reingeschaut in alle Unterlagen und es war alles richtig, richtig gut. Also Top-Zahlen, geniales Setting, einfach eine gute Voraussetzung, um diese Firma zu übernehmen. Und dann hat er kurz bevor er seinem Auftraggeber eigentlich das Go gegeben hat, diese Firma zu übernehmen, hat er gesagt, ich habe noch eine Bitte. Ich möchte einmal alleine kurz durch die Werkshallen laufen und einfach mal so mir noch ein letztes Bild verschaffen. Und er hat es gemacht. Danach geht er wieder zu seinem Auftraggeber und sagt, lassen Sie die Finger davon. Und die Frage ist, warum? Er hat gesehen, wie diese Firma zwar nach außen tolle Zahlen präsentiert hat, aber von der Kultur, die Art und Weise, wie die Menschen, die Mitarbeiter miteinander umgegangen sind, eine Katastrophe. Da war kein Vertrauen da. Die Leute haben hintenrum übereinander geredet. Die haben sich über den Chef beschwert. Die saßen nur da, haben nichts gearbeitet. Da war eine Kultur da, die nicht richtig gut war. Wir müssen darauf achten, dass die Dinge, die uns als erstes begegnen, dass wir immer die Frage stellen, was ist die Substanz hinten dran? Weil sonst lassen wir uns täuschen, sonst lassen wir uns trüben. Ich habe vor kurzem die Möglichkeit gehabt, mal Golf zu spielen. Lustiges Ding. Du stehst irgendwie da und schwingst irgendwie so eine Keule da hin und her. Und ich war mit so einer kleinen Gruppe von Menschen unterwegs. Und einer, das war so jemanden, der hat tatsächlich alles gehabt, was so wahrscheinlich ein richtig guter Golfer braucht. So vom Outfit her irgendwie sah der aus. Und aber während wir so eine Runde gelaufen sind und gespielt haben, habe ich gemerkt, so alter Falter, was ist denn das für ein Typ? Seine Freundin war nämlich dabei und er zeigt dir einfach den Stinkefinger. Der sagt, Mann, spielst du schlecht und übt immer, während andere irgendwie sich konzentrieren müssen. Und ich so, was ist denn das für ein Typ? Zum Schluss packt er seinen Schläger, weil er den letzten Ball nicht mehr, und schmeißt den Schläger weg. Und hat gesagt, das musste ich jetzt auch noch machen, mein obligatorischer Schlägerwegwurf. Da habe ich gedacht, das ist doch krass. Er geht schon davon aus, dass er ein Arsch ist. Solche Leute, boah, ich musste wirklich mich innerlich so, eigentlich musste ich schmunzeln, weil ich gedacht habe, was bist du denn für ein Vogel? Jeder denkt hier so, mach doch nicht solche Sachen bitte. Und nicht passt dich an, sondern sei doch nicht so charakterlich so derb. Sei doch nicht so hartkantig. Hey, sei doch jemand, der ermutigt. Aber Charakter
zeigt sich immer dort, wo wir mit unserer Persönlichkeit der Realität begegnen. Und dann ist das der Test. Das ist sozusagen das Momentum, wo wir uns fragen müssen, was passiert da? Weil Charakter kann man auch eigentlich beschreiben als der Bereich, der die Substanz definiert. SpaceX, Rakete. Ich glaube, du brauchst gutes Material, was du da dran knallst, damit das Ding, wenn es irgendwie in den Weltraum soll, einfach auch funktioniert. Wenn du irgendwelche Schrauben aus deiner Werkzeugkiste packst und dann dort platzierst, ich denke, das geht nicht gut. Das reicht vielleicht für die Seifenkiste, mit der man die Straße runterbrettert. Aber dafür reicht es nicht. Wenn die Leute auf der Tour de France ihr Fahrrad den Berg hochtrampeln und Energie hineinpusten in dieses Fahrrad, dann ist der Charakter des Fahrrads wichtig. Es muss eine Substanz sein, die der Belastung standhält. Anders wie wenn du mit deinem Fahrrad in Holland irgendwo so ein bisschen Gegenwind hast. Yes! Das ist ein unterschiedlicher Charakter. Das heißt, das Material, aus dem wir gemacht sind, aus dem wir beschaffen sind, das kommt unter Druck sozusagen zum Vorschein, wie das Ganze ist. Und jemand hat mal gesagt, hey, unter Druck wachsen wir, weil wir dann erkennen, was in uns steckt. Nein, nicht automatisch. Wenn du auf eine Tube Senf draufdrückst, kommt auch einfach Senf raus, weil Senf drin ist und nicht irgendwas anderes. Unter Druck wird aber deutlich, was für ein Material vorhanden ist. Und genau das müssen wir anschauen. Und vor allem, wenn wir Jesus nachfolgen. Warum? Wir sind Repräsentanten an seiner Stelle. Wir weisen hin auf den König aller Könige, der gesagt hat, ich bin hier gekommen auf diese Erde, um etwas Neues zu starten, um eine Revolution zu starten, um das Reich Gottes mal hier deutlich zum Vorschein zu bringen. Die Frage ist dein Leben so ein Fragment aus verschiedenen Puzzleteilen, was so offen irgendwo da liegt? Oder bist du eine Person, die letztlich integer ist, weil sie die Dinge, die dazugehören, einen stabilen Charakter zu haben, weil du die Dinge miteinander hineingebracht hast? Wir brauchen nicht alles können. Wir brauchen nicht alle Begabung. Aber wir brauchen das, dass unser Charakter vollständig ist. Und ich möchte dir drei Blickrichtungen geben, wie du deinen Charakter mal wie anschauen kannst. Und zwar hat das eine damit zu tun, einfach diesen Kreis, den du jetzt in der Mitte siehst, das ist diese Narbe hier. Hier, wo das Gewicht draufkommt. Wenn dieses Gewicht nicht hier platziert werden könnte, dann würde es abbrechen. Das heißt, du brauchst eine Stabilität in dem Mittelpunkt. Und der Mittelpunkt an dieser Stelle von Charakter ist nicht Gott, sondern bist du. Und die Frage ist, wie stabil ist dieser innere Kern? Und dann, was kannst du draufhängen? Wie viel Gewicht passt da drauf, ohne dass es abbricht? Wenn ich so eine kleine Holzlatte nehme und so 20 Kilo rechts und links, dann macht es klick, dann ist es durch. Natürlich, weil es nicht der Realität, dem Test der Realität sozusagen besteht. Wir brauchen einen Blick für uns und dann brauchen wir einen Blick in drei Richtungen. Und zwar, die eine Richtung sind die Beziehungen, die wir haben. Weil die Fähigkeit, authentische Beziehungen zu bauen, die schafft Vertrauen. Sei ein Herzbeweger. Nimm dir das mal mit. Ich möchte in meinem Charakter ein Herzbeweger sein. Jemand, der andere Menschen in ihrem Herzen bewegen kann. Das zweite ist die Fähigkeit, die auch in diesem Bereich Beziehung mit hineinkommt. Wir müssen die Wahrheit anschauen können. Warum? Weil wir dann ein realistisches Verhalten auch erwarten oder auch betrachten können. Sonst leben wir, wie ich gesagt habe, in der Illusion. Wir leben in Lüge und nicht in der Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit sozusagen wie klar sehen können, bevor wir dann in die nächste Ebene kommen. Zweite Richtung, in die wir uns ausstrecken können, ist unsere Handlungsebene. Alles, was mit unserem Tun zusammenhängt. Das heißt, wir brauchen eine Fähigkeit, zielstrebig und konsequent zu sein, zu arbeiten. Warum? Weil dann Ziele erreicht werden. Hey, eine Person, die nichts erreicht, keine Ziele, keinen Fortschritt macht, da stimmt irgendwie was nicht. Und hier ist zwar der Bereich von Disziplin gemeint, aber letztlich will ich dir sagen, es geht nicht darum, dass eine Disziplin ein Ergebnis ist von plötzlich irgendwas, sondern eigentlich kannst du jeden Tag kleine Steps gehen, kleine Steps und wenn du das tust, wirst du wachsen. Das ist eigentlich Disziplin, dass wir Regelmäßigkeit, kontinuierlich Dinge auch tun. In dem Bereich von dem Handeln habe ich noch eine zweite Sache, und zwar, dass wir einfach uns negativen Dingen stellen.
dass wir dann nämlich zu Menschen werden, die Probleme lösen können. Und zwar auf der Ebene, es zu tun. Probleme sind eigentlich auch dazu da, manchmal sie zu lösen. Und wie cool wäre das, wenn wir Leute sind, die das tun. Die dritte Ebene, Perspektive, Ausrichtung, die du brauchst, ist, glaube ich, das große Bild. Dieses gesamte Menschen, die kleinkariert sind, die nur ihr Viereck vor Augen sehen, finde ich, da ist irgendwie ein Aspekt des Charakters nicht so ausgeweitet. Deswegen lasst uns Menschen werden und diesen Charakter in uns entwickeln, der eine große Perspektive hat. Vielleicht sagst du, ich bin doch kein Visionär. Nein, bist du nicht. Aber Gott ist es. Und Gott hat dich gemacht und wir sind sein Ebenbild gemacht. Und deswegen haben wir diesen Aspekt von großer Perspektive, der ist in uns, wenn wir die Beziehung mit Jesus sozusagen auch nach vorne gehen. Und es braucht, glaube ich, Menschen, die über sich hinausschauen können. Die nicht nur sich sehen, sondern auch einfach ein großes Bild, die sich hineingeben in was Größeres. Und was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir gepflanzt sein können im Haus Gottes, das ist, glaube ich, der Ort, wo wir Teil von was Größerem sein können. Drei Blickrichtungen, die uns helfen, unseren Charakter sozusagen wie zu entwickeln und dann auch in unserem Leben zu integrieren. Vielleicht fragst du dich, ja okay, Charakter ist so das eine, Persönlichkeit ist ja das andere. Und ich nehme nochmal diese zwei Hölzer hier ganz am Anfang. Das ist, glaube ich, Buche und das ist irgendwie Fichte. Also aus einer Buche werde ich nie eine Fichte machen. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich bin extrovertiert, ich gehe nach außen. Hey, das ist Teil von deiner Persönlichkeit. Es gibt Menschen, die sind eher nach innen gerichtet, die sind eher introvertiert. Und da kann ich nicht sagen hier, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern das ist so. Gott hat dich so gemacht. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, unter Menschen, da tanke ich auf, da belebt es mich. Und die anderen sagen so, hey, ich brauche nur meine weiße Wand und mich allein. Und dann geht es mir gut. Also ihr merkt, es gibt so diese nach draußen gerichteten und die Leute, die aber eher sagen, hey, ich orientiere mich an Menschen oder ich brauche irgendwelche Dinge, die ich tun kann. Also wir sind unterschiedlich gemacht in unserer Persönlichkeit. Und ich glaube, dass Gott das nicht umsonst gemacht hat, sondern dass er diese Persönlichkeit auch die geschenkt hat als etwas, was ein Potenzial ist. Und da bitte ich dich einfach, nicht zu versuchen, eine andere Person zu sein. Im Charakter musst du schauen, dass du einen starken Charakter bekommst und den entwickelst, auf die Schwächen schaust, aber nicht in deiner Persönlichkeit. In deiner Persönlichkeit geht es darum, deine Stärke, die Gott dir gegeben hat, die zu entwickeln. Man kann aus einem Esel kein Rennpferd machen. So wie man aus einem Rennpferd auch kein Esel machen kann. Aber man kann aus einem lahmen Esel einen starken Esel machen und aus einem Pferd ein Rennpferd. Und das ist das, was Gott dir anvertraut hat. Jetzt kannst du natürlich überlegen, bin ich ein Pferd oder ein Esel? Aber das ist das, was sozusagen Gott in uns hervorbringen möchte. Und wenn wir das anschauen, dann merken wir und werden merken, das ist nicht eine Punktbetrachtung, sondern eine Sache, wo wir uns entscheiden müssen, den Start zu setzen. Unser Charakter und unsere Persönlichkeit anzuschauen. In Jesaja 64, Vers 7, da heißt es, aber nur Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deine Hände Werk. Hey, Gott hat dich gemacht und Gott ist der, der dich formt. Und er kann deinen Charakter einfach, er möchte deinen Charakter mit dir gemeinsam formen. Stell dir mal vor, dass wir Menschen sind hier zusammen, die sich gegenseitig ermutigen, dieses Potenzial, was im Charakter steckt, so hervorzuheben, so zu stärken, uns Feedback zu geben, aber auch, dass wir das entwickeln, dass wir zu Menschen ja, werden können, die Gott sich eigentlich auch gedacht hat. Die Frage ist, wenn du so ein Stück, so ein Klumpen Lehm, wie hier im Bild ihr seht, wenn du das so vor Augen hast, dann können manche Bereiche von unserem Leben auch wie eingetrocknet sein. Wo wir sagen, boah, hey, das ist so mühsam. Ich kämpfe damit selber eigentlich die ganze Zeit schon. Der Heilige Geist wird als Quelle, als überströmendes Wasser bezeichnet. Hast du schon mal an einen noch nicht fertig getrockneten und in den Ofen gebrannten Lehmklumpen, der ausgetrocknet ist, hast du da schon mal Wasser rangemacht?
In der Grundschule machen die das immer so. Auf einmal kannst du den wieder bearbeiten. Der wird wieder formbar, der wird wieder modellierbar. Und wie cool wäre das, wenn du Gott heute die Möglichkeit gibst und sagst, Gott, du darfst an meinen Charakter ran. Ich lass dir diesen, ich gehe mit dir auf Tiefseegang. Ich möchte da hinschauen, wo es vielleicht dunkel ist. Warum? Dass die Dinge, die du mir anvertraust, wo ich Kompetenzen habe, wo ich Begabung habe, wo ich Fähigkeiten habe, dass ich dir nicht nachher im Vorbeilaufen mit meinem Charakter wieder zerstöre. Die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen, die Gottvertrauen hatten, die Begabung hatten, aber die gescheitert sind, weil ihr Charakter nicht der Bereich war, dem sie Gott zur Verfügung gestellt haben. Und wisst ihr was? An diesen Stellen ist es auch dran, vielleicht zu bekennen, auch zum Ausdruck zu bringen, ich bitte dich um Vergebung, Jesus. Wenn wir diesen Bereich ausklammern und sagen, ach, wir müssen jetzt ein bisschen mehr die Arme hoch und ein bisschen mehr trainieren, hey, nein. Ich glaube, eine geistliche Wahrheit ist, dass wir zum Kreuz gehen. Dass wir sagen, da, wo die Hölzer zusammenkommen, da, wo das Holz geschmiedet worden ist für den, der gesagt hat, ich gehe an deiner Stelle ans Kreuz. Da ist der Ort, wo wir Erneuerung finden. Warum? Weil von dort ist Jesus auferstanden. Das Kreuz ist der Ort des Todes, aber Jesus ist nicht tot geblieben. Jesus ist auferstanden. Und das ist die verändernde Kraft, die auch in deinem Charakter Dinge verändern kann. Und stell mir vor, dass er das heute Morgen in dir anfängt und du nach vorne schaust und du was Neues einübst. Vielleicht sagst du, hey, in meiner Familie, das war eine Katastrophe, was ich da für Vorbilder hatte. Hey, ja, vielleicht waren die schrecklich, deine Vorbilder. Und vielleicht ist deine Vergangenheit das, wo du denkst, das prägt mich die ganze Zeit. Es prägt uns auch, aber wir dürfen Dinge neu einstudieren. Wir dürfen lernen, dass wir als Menschen wie auf einmal einen neuen Duft verbreiten können. Ein Duft, der Reflexion von Gottes Wesen darstellt. Weil wir merken, das ist manchmal auch ein bisschen zu viel. Ne? Wo wir von ihm wirklich ja neu eingehüllt werden können. Und dann zu einer Person werden, die auf einmal merkt, hey, ich schaffe hier eine Atmosphäre nicht von Zerstörung, sondern von Erneuerung, von einem Wohlgeruch, und dafür sind wir gemacht. Ich möchte für dich beten und dann uns eine Zeit nehmen, wo wir nochmal im Lied die Möglichkeit haben, das sozusagen zu reflektieren. Lass uns gemeinsam aufstehen. Hey, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir uns das jemals vorstellen könnten oder an uns erbitten dürften. So groß ist die Kraft, die in deinem Leben wirken möchte. Und das möchte ich dir zusprechen. Diese Entscheidung innerlich zu treffen, zu sagen, ja, ich möchte mich gebrauchen lassen. Ja, ich möchte dich, Jesus, an mein Herz rannehmen. Und das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.